Sie haben angesprochen Single Rule Book. Heißt das, die Basler Abkommen sind so gestaltet, dass sie für die ganz großen amerikanischen Konzerne, Bankkonzerne gelten, in Österreich oder in Europa für alle? Das heißt, ein immenser Nachteil im Wettbewerb für Europa? Ich glaube, so pointiert kann man es nicht formulieren, sondern es ist natürlich schon so, dass die Basler Empfehlungen im Wesentlichen für die Großbanken, also Empfehlungen für die Großbanken sind. Europa hat sich aber, die europäische Politik hat sich aber dafür entschieden, diese Empfehlungen des Basler Komitees für alle Banken zu implementieren. Das ist sicherlich auch deswegen gemacht worden, um diese Gelegenheit zu nutzen, eine stärkere Konvergenz zwischen den Ländern, zwischen den unterschiedlichen Regimen in den Mitgliedstaaten herbeizuführen. Aber Tatsache ist, da haben Sie schon recht, in den USA ist Basel nur für die Großbanken umgesetzt worden vom Gesetzgeber im Gegensatz zu Europa.